Und wir gehen jetzt via Skype nach New York zu Professor Florian Krammer, österreichischer Virologe und Impfstoffforscher dort. Guten Abend. Guten Abend, Herr Wolf. Herr Professor Krammer, beginnen wir mit AstraZeneca. Dänemark hält diesen Impfstoff jetzt offenbar für so problematisch, dass man ihn gar nicht mehr einsetzt. Andere Länder wie Deutschland verwenden ihn nur mehr für ältere Menschen. Wie sicher ist denn AstraZeneca nun wirklich? Naja, wir haben die Daten, die jetzt in Europa gesammelt wurden. Die EMA hat das analysiert. Es gibt anscheinend einen Zusammenhang mit Sinusvenenthrombosen. Allerdings ist die Rate, mit der diese Sinusvenenthrombosen auftreten, eben sehr gering. Und dadurch kann man das schon, wenn man eine Kosten-Nutzen-Analyse macht, beziehungsweise eine Nutzen-Risiko-Analyse, kann man natürlich durchaus sagen, dass man den Impfstoff weiterverwenden sollte. Wir müssen jetzt uns vor allem anschauen, dass, wie es in unseren Intensivstationen ausschaut, wie viele Erkrankungen das es gibt und wie viele schwere Fälle es gibt. Also grundsätzlich ist die Rate, mit der diese Nebenwirkung auftritt, relativ gering. Man kann aber mittlerweile eben sagen, dass es da vermutlich eine Verbindung gibt. Ich würde sagen, man kann den Impfstoff trotzdem noch als relativ sicher einschätzen und ich würde auch empfehlen, den weiter zu verwenden. Impfstoffexperte Hervé Kollerich hat in unserem Beitrag vorhin gesagt, wenn man AstraZeneca in Österreich nicht brauchen würde, dann würde er schon allein aus psychologischen Gründen darauf verzichten. Sehen Sie das auch so? Ja, dem würde ich zustimmen. Ich meine, natürlich machen sich die Leute jetzt Sorgen. Jeder, der geimpft wird, denkt sich, na ja, passiert da jetzt was, passiert da jetzt nichts. Es melden sich Leute von der Impfung ab, von den Impfterminen ab und lassen sich nicht impfen, weil sie vor der Impfung Angst haben. Und natürlich, wenn man jetzt umsteigen würde, einfach nur auf die RNA-Impfstoffe, die wir eben auch schon verwenden, dann wäre dieses Problem gelöst. Das stimmt schon. Das Problem ist leider österreichweit, aber auch global, dass wir eben einfach nicht genug Impfstoff haben und wir uns mitten in einer Pandemie befinden. Aber die USA zum Beispiel haben AstraZeneca bis heute nicht zugelassen. Warum nicht? Weil AstraZeneca keinen Zulassungsantrag gestellt hat. Ich glaube, die wollten da sehr solide Daten, weil es ja unterschiedliche kleinere Studien gegeben hat, zuvor in Europa, aber auch in Südamerika. Und dann gab es unterschiedliche Ergebnisse. Ich glaube, da wollte man wirklich solide Daten liefern. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum das etwas länger gedauert hat. Wie gesagt, die sind noch nicht dort. Und ohne eine Antragstellung kann es natürlich nicht zu einer Zulassung kommen. Jetzt ist Johnson & Johnson in den USA schon zugelassen, und zwar schon länger. Gestern haben aber die US-Behörden die Verwendung dieses Impfstoffs vorläufig gestoppt. Der funktioniert nach dem gleichen Prinzip wie AstraZeneca, obwohl es nur 6 Fälle gefährlicher Thrombosen bei fast 7 Millionen Impfungen gegeben hat. Also sehr viel weniger, als es solche Thrombosen bei AstraZeneca in Europa gegeben hat. Das klingt jetzt aus europäischer Sicht extrem streng. Ist man da übervorsichtig? Also ich nehme nicht an, dass der Impfstoff in den USA vom Markt genommen wird, aber man ist da sehr übervorsichtig bei der FDA. Und wie gesagt, man hatte eben auch die europäischen Daten und die EMA hat ja im Prinzip auch gesagt, sie sehen beim Johnson & Johnson Impfstoff auch eine Häufung. Also im Prinzip könnte sich die Sache mit Johnson & Johnson hier innerhalb von wenigen Tagen wieder auflösen und der Impfstoff wird vermutlich weiterverwendet werden, weil man muss jetzt warten, was dieses Gremium eben dazu sagt. AstraZeneca und Johnson sind sogenannte Vektorimpfstoffe und sie sind deutlich billiger und auch einfacher zu handhaben als diese sogenannten RNA-Impfstoffe von Pfizer und von Moderna. Trotzdem setzt die EU künftig, haben wir heute gehört, voll auf BioNTech-Pfizer. Ist das eine kluge Strategie? Wenn man den Impfstoff von Pfizer und von Moderna kriegen kann und es eben da keine Probleme gibt, und bis jetzt gibt es da wenig Probleme, auch wenig Lieferprobleme, dann ist es natürlich gut, wenn man auf das schnellere und bessere Pferd setzt. Also ich glaube, da gibt es mittlerweile auch Erfahrungen mit den Firmen und den Lieferungen. Und von dem her ist das wahrscheinlich keine schlechte Strategie der EU. Sie sind Ende 30 und Sie sind schon länger geimpft, aber wenn Sie noch nicht geimpft wären und wenn man Ihnen morgen eine Impfung mit AstraZeneca oder Johnson anbieten würde oder in 2 Monaten eine mit BioNTech, Pfizer oder Moderna, wie würden Sie sich entscheiden? Ich würde mich impfen lassen. Jetzt? Sofort, ja. In Österreich wird AstraZeneca für alle Altersgruppen weiterverwendet, in Deutschland eben zum Beispiel nicht. Sollte man in Österreich AstraZeneca auch nur für Ältere verwenden? Momentan sollte man den Impfstoff weiterverwenden, auch in den Altersgruppen unter 60.
das ist, wird in verschiedenen europäischen Ländern unterschiedlich gehandhabt. Aber ich finde, man sollte den Impfstoff weiterverwenden. Und ich fand die Entscheidung, die Österreich da vor ein paar Wochen getroffen hat, eigentlich recht gut. Die österreichische Regierung diskutiert aber auch sehr ernsthaft darüber, den russischen Impfstoff Sputnik einzukaufen, auch ein Vektorimpfstoff wie AstraZeneca, möglicherweise auch mit einer rein nationalen Genehmigung ohne EU-Zulassung. Würden Sie einen solchen Alleingang empfehlen? Ich habe das schon ein paar Mal öffentlich gesagt. Ich glaube, den Impfstoff zu kaufen ist okay, aber ihn einzusetzen ohne eine Zulassung der Europäischen Arzneimittelbehörde, finde ich, wäre relativ verantwortungslos. Die EMA ist wirklich die Behörde, die das machen sollte. Wenn dann alles passt, kann man den einsetzen. Wenn das nicht passt, dann muss man halt wegwerfen. Letzte Frage. Viele Menschen fürchten sich auch, dass das Coronavirus immer weiter mutieren könnte, sodass die Impfstoffe, die wir jetzt haben, gar nicht mehr vernünftig wirken und uns die Pandemie noch jahrelang begleiten wird. Wie wahrscheinlich ist das? Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Wir kriegen immer mehr Daten, die zeigen, dass der Großteil dieser Impfstoffe eigentlich auch gegen die Varianten sehr gut funktioniert. Wir sehen, dass Erkrankungen verhindert wird, was natürlich schon der Fall sein wird. Und ich glaube, da dürfen wir uns nichts vormachen. Wir werden das Virus nicht eliminieren können, aber es wird wahrscheinlich sehr, sehr viel weniger Schaden anrichten. Und eben dieses Management, das man jetzt betreiben muss, wird nicht mehr benötigt werden. Und ich hoffe, dass das wirklich in einigen Monaten soweit ist. Sagt der österreichische Impfstoffforscher Florian Grammer in New York. Das Gespräch haben wir am Abend aufgezeichnet und damit wechseln wir das Thema.